Ich check's nicht mehr, Andy. Warum müssen wir bei diesem Assi-Anti-Gewalt-Hurensohn mitmachen? Kein Plan, Mann. Nur weil wir Lisa verprügelt haben? Sie hatte selber Schuld, sie hat uns angeguckt. Hoppa. Morgen in der Schule kriegst du direkt noch eine geballert. Das wird schwer. Die liegt noch im Koma. Typisch Lisa. Versucht sich immer der Situation zu entziehen. Wann kommt der dumme Pisser denn? Ich hab keinen Bock mehr. Hoffentlich ist der Typ wenigstens entspannt. Hallo Mädels, grüßt euch. Ich bin Thorsten, euer Anti-Aggressionstrainer für heute. Arbeitest du dich im Fitnessstudio? Korrekt. Ich bin aber auch Großmeister und Träger des schwarzen Gürtels im Jujutsu-Karate. Trottel, der kann nicht mehr Karate aussprechen. Stellt euch doch mal bitte hin. Meine Güte, was will der denn noch von uns? Stellt euch vor, ihr seid in der Schule. Können wir bitte ein einfacheres Beispiel nehmen? Dafür fehlt mir die Vorstellungskraft. Stellt euch vor, ihr seid auf der Straße, nachmittags. Ihr chillt und hängt ein bisschen ab. Und plötzlich kommt ein junges Mädchen auf euch zu. Und ganz plötzlich so... Tja! Ich musste ganz schnell an Lisa denken, du auch? Ja. Ich hasse sie. Greift sie euch an. Wie reagiert ihr? Ungefähr so. Alright, nice. Du pusht dich also richtig schön ans Limit und dann gibst du ihm Japan. Wer zu viel hat gelitten, dem breche ich die Rippen. Wer will nur Krieg, der wird von mir gefiegt. Am letzten Reihen arbeite ich noch. Hallo, Mandy. Das ist also dein Motto, ja? Klar, das war sogar mein Taufspruch. War dein Taufspruch nicht, wer mir gibt einen Dummspruch, bekommt von mir einen Kieferbruch? Nein, das war mein Konfirmationsspruch. Ihr müsst lernen, eure Wut zu steuern und eure Aggressionen umzulenken auf... Lisa! Nein, nicht auf einen Menschen, sondern auf... Mandys Köter! Ich hasse ihn, er beißt mir immer in den Fuß. Weil du ihn immer trittst? Er hat angefangen! Womit? Bellen! Alexa, come on, push it jetzt mal ein bisschen, ja? Also... Stell dir vor, du wirst angelabert, ja? Was will diese Person dann? Pause Maul? Nein, was will diese Person damit erreichen? Friedhof von unten sehen? Alright, nice. Ich denke, wir haben da ein kleines Connection-Problem, ja? Mandy, komm doch bitte mal zu mir her, ja? Haha! Maul! Mädels, come on, Fokus auf das Training, ja? Okay. Also, was machen Sachen? Stell dir vor, du würdest mich anlabern, ja? Mach mal bitte. Fick dich! Alright. So hättest du sie wahrscheinlich verprügelt, nicht wahr? Ja, vom Prinzip her schon. Ich wäre noch persönlich ein bisschen mehr auf die Rippen gegangen, ja, aber sonst. Wieso die Rippen, Lexa? Ich führe ein Rippentagebuch. Hier trage ich immer genau ein, wie viele Rippen ich gebrochen habe. Die letzte war heute Morgen beim Busfahrer. Lexa, wieso hast du dem Busfahrer eine Rippe gebrochen? Das... Um genau zu sein, waren es 3, weil er zu spät gekommen ist. Alright, nice. So hättest du also reagiert. Man kann dem Angreifer ja aber auch deutlich artikulieren, was man von ihm möchte. Ich zeig dir das mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Das Problem sind eigentlich nicht wir, sondern Hatice. Stimmt. Wir greifen uns immer mit dem Messer an und dann müssen wir uns immer wehren. Alright, now we're talking. Okay, es gibt noch eine Möglichkeit, den Gegner zu entwaffnen, ohne Gewalt anzuwenden, ja? Kleinen Moment mal kurz. Ist doch so, Hatice schuld. Ja, logisch. Die Bitch traut sich nur mit Messer. Aber wenn wir jetzt lernen, wie man ihr das Messer im Kampf einfach wegnimmt, dann... Dann haben wir das Messer. Und dann stechen wir sie in den... Alright, also, Mandy, pass mal auf. Du nimmst jetzt mal dieses Messer, du bist jetzt mal Hatice und versuchst, mich anzugreifen, okay? Jetzt ernsthaft? Versuchen, dich zu treffen auch? Mandy, ich bin Großmeister und Träger des schwarzen Gürtels im Karate. Du wirst nicht mal spüren, wie ich dir das Messer aus der Hand reiße, ja? Okay. Oh! Oh, oh mein Gott! Oh! 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 Mandy, was hast du gemacht? Scheiße, Mann, ich dachte, du nimmst mir das Messer weg. Alles gut, ich dachte, du kommst von oben. Alles gut, alright. Mandy, Alter, du hast fast den Anti-Aggressionstrainer umgebracht. Respekt, Junge. Okay. Alright. Nochmal, ja? Nochmal. Aber... Ich will dir zeigen, wie du den Gegner entwaffnest, ja? Okay. Aber... Come on. Push it. Pump it. Do it. Come on. Hup. Ah! Oh! Die hat gesessen. Oh! Oh! Oh Gott, nein! Doch nicht so doll. Wie soll ich denn so reagieren? Lass mich mal. Nein, ich... Wir breaken das hier mal ab, ja? Okay, right. Okay, come on. Sorry nochmal, ne? Alles gut, alles gut. Alright, nice. Bestanden. Komm, Mandy. Dem hast du es aber gegeben, was? Ja. Alter Schwede, ey. Ich glaube auch, dass der... Ich bin der Hausmeister. Was ist denn hier los? Der Trainer blutet. Was ist denn passiert?
Haben Sie sich, wurden Sie angegriffen? Mussten Sie sich wehren? Halt! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Lemons Martial Arts Academy, dass wir hier drehen durften, dass ihr diesen Spaß mitgemacht habt. Vielen Dank. Wiebke, toll, dass du wieder da warst. Ganz herzlichen Dank. Euch alles Gute und schaltet irgendwann mal wieder ein. Bis dann. Tschüss!